Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dave the Diver Stream. Ja, gab jetzt eine Woche lang keinen Stream bei mir, weil ich eine Streampause gemacht hatte. Also keine YouTube-Pause, aber bei Twitch habe ich eine Woche lang Pause gemacht. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, dass er den Controller gerade nicht sofort angenommen hatte. Ich muss gerade mal kurz drüber gucken. Wir hatten Fische gefangen für Mr. I gonna catch them all, Typ. Wir sollen Duffs anrufen, stimmt. Duff. Warte mal. Warum bist du so wütend, Duff? Ich habe eine limitierte Version der Lea-Schadenfigur bestellt. Aber sie ist seit über einer Woche nicht gekommen. Ist das zu glauben? Sie kommt mit einer Seriennummer und einem limitierten Kunstband, den es nur bei dieser Fassung gibt. Boah, beruhige dich ein bisschen. Alle scheinen sich wegen des Lieferstopps aufzuregen. Ich glaube, es muss eine Art Unfall gegeben haben. Um zu erkennen, was vor sich geht, benötige ich die tiefste Stirnlampe. Oh, natürlich habe ich so etwas in meinem Lager. Aber ich kann sie dir nicht umsonst überlassen. Es gibt eine Bedingung. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte finde meine Leas-Schattenfigur. Sie befindet sich in einer pinkfarbenen Lieferbox. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich habe für dieses Paket besondere Behandlungen angefordert. Somit sollte es eigentlich nicht fortgespielt worden sein. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert wurde, gesunken ist, sollte sie irgendwo in der Nähe sein. Finde sie für mich und ich gebe dir in die tiefste Stirnlampe. Erst muss ich den Standort von dem gesunkenen Lieferschiff finden. So, aufbessern können wir nichts. Die Netzkanone kann ich immer noch nicht herstellen. Aber wenigstens hatte ich letztes Mal noch den Laden freigeschaltet, dass ich Sachen verkaufen kann. Ja, stimmt, wir wollten jetzt auch immer in den Vordergrund setzen, dass wir bei Eco-Watcher das, was da gesammelt werden muss, auch immer im Fokus haben. Also, dass wir da immer zuerst abgeben. Okay, ich merke mir auf jeden Fall Fische. Den Titan-Drückerfisch und den Feuerfisch. Ich muss übrigens sagen, ne, kein Spiel hat mich bisher so gut entspannt wie dieses Spiel. Auch wenn es stressig ist, wenn man taucht, das Spiel ist ultra entspannt. Ich höre laute Geräusche von da drüben. Ich sollte mir das mal ansehen. Nein, lass die in Ruhe! Hey, warum belästigt ihr ständig diese Delfine? Du bist also derjenige, der immer wieder unsere Pläne durchkreuzt. Ich sehe es dir direkt an. Du brauchst meine ordentliche Lektion. Mach dich besser bereit. Soll ich die jetzt bekämpfen? Uff, ich wollte sie nur erschrecken. Naja, dann sehen wir mal, ob ich sie besiegen kann. Ich wechsle mal auf die... Warte mal. Ich muss gerade die Taste wiederfinden. Es ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. So, schlaf mal eine Runde, Bester. Keine Munition. Ist ja was? Ich wüsste gerne, ab wann die als K.O. gelten. Aua. Diese epische Musik, ne? Aua. Ich darf immer erst schießen, nachdem die geschossen haben. I
Einmal kurz tauschen. Komm, okay, einer ist, glaube ich, down. Ja, der eine zählt als down. Oh, da war ein Fisch dazwischen. Okay, noch einer down. Komm. Okay, ich glaube, ich habe sie besiegt. Ich habe auch einen Erfolg dafür bekommen. Wir ziehen uns heute zurück und lassen wieder von uns hören. Ich muss dringend mehr Abgriff haben, ne? Ich habe den kaum Damage gemacht. Ja, flüchte lieber. Meine Delfinfreunde mögen mich immer mehr und mehr. Was haben sie mir diesmal geschenkt? Verrostete Delfin-Halskette. Hm, er hat so etwas wie ein altes Amulett hinterlassen. Ich soll zu spät identifizieren. Diese Piraten waren aber auch Pestbollen. Und ich habe ich glaube ich noch gar nicht bisher. Eine Torpedo-Makrele. Ich muss ihn so umnieten. Ich hatte gerade keine andere Wahl. Ich behalte ihn mal, auch wenn er mir jetzt so nicht sonderlich viel bringt. Warte mal. Wie benutze ich, was macht die genau, die Kiste? Ah, da kann ich Sachen drin lagern und die werden dann automatisch, nachdem ich das Level verlasse, mitgenommen. Okay. Tue ich den mal rein? Tue ich das Heizzeug rein? Den Feuerfisch? Ne, kann ich nicht mehr. Dann noch eine Qualle. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Das wird ja automatisch mitgenommen. Heißt es ja. Also brauche ich mich darum nicht weiter kümmern. Ich nehme mal das Blei mit. Ich würde dich da eigentlich gerne mitnehmen, weil dich habe ich definitiv noch nicht. Das? Flakon. Ein grauer Drückerfisch. Hau ab von mir. Schläfst du jetzt? Ich hab den Barracuda. Das gibt auch Luft. Ich dachte mir erst, okay, ich kann hier eine Muschel öffnen. Was passiert dann? Ah, ein Scharfschützengewehr. Ich will eh nichts mehr mitnehmen. Nehme ich für eine Verteidigung mit. Ich will jetzt eigentlich nur gucken, ob ich dieses eine Teil finde. Hier sind zwei Sauerstoffkanister direkt nebeneinander. Und ich habe eh noch Luft. Seid ihr böse auf mich, wenn ich in die Nähe komme? Nö.
Ihr seid nette Fischis. Luft zum Mitnehmen, immer erlaubt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wo ich suchen muss nach dem Schiff. Komm, ich nehme das mal mit. Das ist wieder irgendein großes, böses Etwas. Um Gottes Willen, ist das ein weißer Hai? Hier ist das gelbe Schiff. Oh, warum ist hier was Böses? Ich muss dich snipen. Den krieg ich doch nie im Leben platt. Das Gute ist, der ignoriert mich. Ich bin ihm nicht wichtig genug. Junge, dich nehme ich mit nach Hause. Alter, er ist tot. Das war ein Tigerhai. Ich weiß nicht, warum ich das dabei habe. Ich guck gerade, wie ich so ein bisschen Gewicht gut machen kann. Weil ich würde den Rest von dem Fisch eigentlich auch gerne mitnehmen. Das wiegt auch nochmal 15 Kilo. Und guck mal, hier ist direkt so ein Escape-Ding neben mir. Ja, meine liebe Lea, schon. Bring mir so schnell wie möglich. Beende deinen Auftrag. Ich glaube, das heißt nein. Was war das denn gerade? Meine Leas schon. Sie verschwand in den unergründlichen Tiefen. Es scheint eine Art riesige Lebensform gewesen zu sein. Bitte zieh los und hol sie zurück. Moment mal, das sieht offensichtlich gefährlich aus. Außerdem sind die Türen auf dem Schiff alle verschlossen, also komme ich nicht hinein. Glaubst du wirklich, daran hätte ich nicht gedacht, bevor ich Leas Schatzrettungsplan ausgeheckt habe? Ich gebe dir meine Geheimwaffe, dem Brennschneider. Selbst in diesem Moment wartet Leas Schatz auf ihren Meister. Komm zum Boot, ja? Dieser Typ ist unverbesserlich. Ja gut, aber dafür muss ich wahrscheinlich auf jeden Fall nach oben. Ist da noch was Schönes für mich drin? Jetzt kriege ich diese Bombenfalle, ne? Na gut, ab nach oben. Diese Frachtkapsel, die sollte ich mir auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn ich sie kaufen kann. Weil das sind ja 10 Kilo an Sachen mehr, die ich mitnehmen kann immer. Ist ja richtig praktisch. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich zu beruhigen, genau wie Leas Chan. Als die Fan ihr zum ersten Mal gegenüberstand. Da du den Ort gefunden hast, werde ich dich dafür belohnen. Ich mache gerne ehrliche Geschäfte. Also dann lass uns die Expedition für Leas Chan beginnen. In diesem Brennschneider. Wenn du das Schiff erreichst, wirst du eine Stelle sehen, die du aufsteigen kannst. Es wird eine Taste in Augenaufforderung erscheinen. Schneide die Schwachstelle in der Eisentür auf und du wirst das Schiff betreten können. Berge einfach die pinkfarbene Lieferbox mit Leas Schatz aus dem Inneren des Schiffs. Das sollte einfacher sein, als du denkst. Aber ich habe gesehen, wie sie ein riesiger Tentakel das Schiff gepackt hat. Das sieht extrem gefährlich aus. Ich würde damit sagen, dass es für Leas Schatz in Ordnung gilt, dort unten in der Dunkelheit zu verrotten. Dieser Auftrag darf nicht in einem Moment länger aufgeschoben werden. Ah, schon gut, ich verstehe. Na gut, ich werde versuchen, da runter zu gehen. Ich glaube, dafür hätte ich gerne das Scharfschützengewehr. Ich bin schon gespannt, was man aus dem Tigerhai alles rausholen kann. Und was das Amulett bringt, was ich bekommen habe. Na, ich gehe von einem der vielen Parts. Danke für meine Hilfe. Erhöht Sprinttempo. Oh.
Du kannst die Delfine als Decke tragen, um dich schnell zu bewegen. Denk daran, dass sich der Sauerstoff schnell verbrauchen wird. Okay, wenn das nicht hier so ist, ne, ja, der Sauerstoff, der wird weniger verbraucht, dann bringt das auch relativ wenig eigentlich. Auf jeden Fall, das Ding können wir auf jeden Fall verkaufen. Das Ding nehme ich mal von Anfang an mit. Wo ist diese? Da. Da ist die Schüssel. Warum ist Blei mehr im Wert als Kupfer? Das verwundert mich gerade ein bisschen. Ist Kupfer nicht eher das teurere Mineral? Erstmal gucken, Eco-Watcher. Ich kann Muscheln abgeben. Jetzt muss ich nur noch rosafarbene Muscheln oder drei Sterne mitnehmen. Dann kann ich auf jeden Fall eine Quest abgeben. So. Der graue Dückefisch. Die Torpedomakrele. Beim nächsten Mal nehme ich die auch mit. Der Tiger, halt, der wird wahrscheinlich wieder dort stehen. Wir können uns ja auf jeden Fall merken, es war auf der rechten Seite. Das heißt, es wird wieder so sein. Oh, was haben wir denn hier? Fußknochen. Ja, endlich! Nochmal ein Teil für die Netzkanone. Einmal näher dran, eine Waffe herzustellen. Die hätte ich so gern. Da ist der dicke, fette Hai. Dem hattest du mich ignoriert. Ist bestimmt richtig viel wert. Ich weiß halt noch nicht, wie viel der wert ist. Warte mal, bevor ich den aufschneide. Boxhandschuhe. Ja. Jetzt gebe ich den Uppercut. Okay, das hat tatsächlich noch reingepasst. Und jetzt bin ich natürlich wieder langsam wie sonst was. Kann mal einer von euch herkommen? Ich will einen Fisch mal einen Uppercut geben. Komm mal her. Bitte, ich will den nur mal. Ich kann halt gerade nichts mehr mitnehmen. Scharfschützengewehr, wieder Munition. Ich nehme ihn mit. Nochmal blub blub. Ich hoffe immer noch, das Schiff zu finden, aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr finden. Weißt du was? Ich würde sagen, wir nehmen, was wir haben und suchen das Schiff am nächsten Tag. Und es zählt offenbar, das Teil mehrfach zu finden. Weil das war vorher nur bei ein Drittel und jetzt habe ich die kompletten 100%, also zwei Drittel gerade bekommen. Boah, ich bin mir sicher, den Tigerhai, den kann man bestimmt ultra gut verkaufen. Oh, ich kann die Netzkanone herstellen.
Sequenz! Ich liebe es. Ja, sofort ausrüsten. Und dafür brauche ich Eisenerze, dann kann ich die standardmäßig mit in das Scharfschützengewehr. So, du willst deine Seesterne. Level 3. Also Level up. Öko-Gift-Widerstandsarmband. So, du kriegst den Tierfußknochen. Als nächstes kriege ich das Öko-Edelstein-Armband. Aber endlich, ich habe die Netzkanone. Haben wir eigentlich noch was in der Forschung, das gemacht werden muss? Ja. Okay. Hey, Fatima. Sequenzen. Bei Sequenzen packe ich mich immer aus dem Beet, das wisst ihr doch. Selbe jetzt bei der ersten Veredelung. Alter, das Tiger Sushi ist jetzt schon 50 wert, ne? Und es ist nicht mal veredelt. Ach, wie habe ich diese Sequenz vermisst? Diese eine Woche. Genial. Einfach nur genial, die Sequenz immer. So, einmal direkt nochmal veredeln, sage ich. Also dieser Tiger halt, der ist so viel wert. Die Wurzelmondqualle, die mache ich auch mal ein bisschen teurer. Hab ja ein bisschen was. Dich veredle ich generell, du bist ja gar nichts wert. Und let's go. Meine Mitarbeiter machen ja mittlerweile alles für mich, sodass ich einfach faul im Hintergrund sitzen kann. Da, die servieren ja für mich. Die sind ja auch 10-mal schneller als ich. Perfekt. Eigentlich muss ich gar nichts machen, außer das Wasabi malen. Ich könnte denen zwar helfen, aber die sind, wie gesagt, 10-mal schneller als ich. Ich wüsste gar nicht, warum ich das machen sollte. Einfach das Wasabi auffüllen, das passt dann schon. Ihr macht das, Mädels. Einfach schön zu sehen, wie die so schnell sind. Ich mach mal sauber. Ich brauche nicht mal zu sprinten. Ich glaube, wir haben mal alles verkauft zur Abwechslung. 1500 Geld. Aber macht mein Herz Freudenhüpfer. So, heute ist ein VIP-Besuch angesagt. Guck's da. Aha, jeden Tag mehr Gäste, ich werde reich. Aber zum Rangaufstieg ist es noch ein langer Weg. So, der Waffenladen.
bräuchten auf jeden Fall Eisen. Wir haben ja jetzt die Netzkanone. Damit kann ich 7 Fische auf einmal auch fangen, wenn ich richtig gut ziehe. Okay, die ist auf jeden Fall gekauft. Und das kann ich ja auch instant nutzen. Ich überlege gerade, was ich wollte. Eidiver wollte ich. Mein maximales Gewicht auf 42 will ich erhöhen. Und ich glaube, ich will, dass meine Harpune mehr Schaden macht. Überlegen. Ja, gegen die Haie wäre das ganz praktisch, wenn ich wirklich mal ein bisschen mehr Damage mache. Ich glaube, die maximale Tiefe, die brauche ich bisher noch nicht. So, wir haben eine Harpoon-Pump-Gun. Kommen da jetzt mehr Harpunen raus? So, dann versuchen wir jetzt nochmal das Schiff zu finden. Irgendwas, was ich mir merken muss, dass ich sammeln soll. Rosa Muscheln, Seegras, sammle ich sowieso, wenn ich sehe. Quallen töten. Und auch Feuerfische. Ach, und Seestellen auch generell mitnehmen. Okay. Hier ist die Schlafpistole. Ist eigentlich auch ganz in Ordnung, weil damit kann ich die mittleren Fische fangen. Das ist die 1er oder die 2er Version? Das ist die 2er Version, ich nehme die mal mit. Bei der Netzkanone brauche ich erst die richtig starke Version. Ich konnte gerade überhaupt nichts machen, ne? Ich durfte mich nicht mal bewegen zum Ausweichen. Als wäre mein Charakter versteinert gewesen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche dringend gerade die Luft da erstmal. So, dich sammle ich ein und dann kann ich 10 Kilo nach oben ja schicken. So, 0,5 gehen noch. Komm, dann schicke ich einen von den Fischis nach oben. So, sind 10 Kilo. Ich glaube, ein kleines bisschen weiter oben war noch mal so ein Speed-Ding. Sollte ich auch mitnehmen. Dann habe ich ein zweites. Ist das Eisen? Brauche ich. Damit ich das Scharfschützengewehr basteln kann. Wir suchen nach wie vor das Schiff. Oh. Nice. Warte mal. Das sind Fernzünderminen. Okay. Warum gibt man mir so eine Macht? Alter, komm mir zu nah. Ich jag dich in die Luft. Du willst es nicht anders. Ganz praktisch gegen die Großen. Kann ich sie einschlafen lassen? Kurz, da ist das Schiff, das ich die ganze Zeit suche. Und hat dann kurzzeitig Ruhe vor denen, wollte ich sagen. Und kann denen nochmal einen nachträglichen Hit geben. Okay, rein in das Schiff.
Was auch immer mich da drin erwartet. Ich bin bewaffnet. Ich habe zweimal was mit Minen. Nee, ich bleib bei dem Schlafding. Das muss die Tür sein. Versuchen wir es mit dem Brandsteiner von Duff. Guck mal, hier ist auch direkt so ein Abhauding direkt daneben. Also wir holen das Ding jetzt und dann direkt weg. Schalte den Schneider ein und verwende den linken zum Bewegen. Halte deine Bewegung innerhalb des Kreises. Okay. Kann es sein, dass ich gleich mich mit diesem riesigen Tintenfisch kloppen muss? Ich frag nur, weil jetzt sein Arm auch gerade eben da rauskam. Gleich ist das Ding offen. Was für ein interessantes Minigame. Später wird das wahrscheinlich richtig hetzig. Oho, ich hatte es zu eilig, um dir anständig zu erklären, wie man ihn benutzt, aber du hast es herausgefunden. Jetzt ist die offene Tür hinein. Ja, schon, dein Meister kommt. Du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur. Eintreten? Ja. Okay, liege ich richtig mit der Annahme, dass ich jetzt mich mit dem Tintenfisch kloppe? Ich habe aus Versehen weggedrückt. Kann es sein, dass ich immer wieder keinen Sauerstoff verliere? Doch. Ich fragte halt nur gerade, weil das nicht runterging. Ich glaube, das werde ich brauchen, das Scharfschützengewehr. Ist auf jeden Fall viel Sauerstoff. Und ein scharfes japanisches Schwert. Okay, gefällt mir mehr als der Schockprügel. Wir suchen das Kistchen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich gleich mit diesem Oktopus prügeln muss. Alter, ich sehe ihn doch schon. Wartet mal. Wir wollen ja einen guten Blick. Er ist auch ein Fan davon. Da ist sie, die pinkfarbene Lieferbox mit Leas Schaden. Moment, was noch wichtig ist, sieh den Riesenkalmar an. Das ist also unser Imitator. Ich schätze, er weiß, was gut ist. Wenn er es sieht, auch wenn er nur ein Kalmar ist. Er scheint zu schlafen. Schleiche ich an und nehme ihn heimlich weg. Mit. Ich bin zu weit gekommen, um mit leeren Händen zurückzukehren. Ich schätze, ich versuche, mich heimlich zu nähern. Das wird doch nie und nimmer was. Dachte ich mir. Giant Squid. Der pustet mich einfach mal eben kurz weg. Oh, er ist aufgewacht. Ich muss zurück. Ey, erzähl mir nicht, dass du kneifen willst. Benutze die Waffe, die ich dir gegeben habe. Die Harpune ist hier nutzlos. Ja, schade, es geht los. Okay. Also, ich darf mich jetzt mit einem riesigen Kalmar prügeln. Da drauf schießen? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich den Dingern Schaden drücken kann. Ich warte mal, bis ich kaum noch Uzen 2 habe, weil ich weiß nicht, ob die Dinger respawnen. Na, mein tintiger Freund? Darf ich dir meinen Freund die Bomben vorstellen? Lass mich dir doch wenigstens meinen Kumpel zeigen. Okay, hier sind mehrere Kisten. Ich nehme mir jetzt einfach mal.
einfach dazwischen bleiben. Aktivieren, aktivieren, aktivieren! Ich glaube, der mag das nicht. Nee, der mag das nicht. Der spritzt Tinte. Dann kriegt er jetzt direkt noch mehr. Ich zeige dir jetzt noch einen meiner Bombenfreunde. Kabum! Irgendwas ist da hinten passiert. Wir durften es aber nicht sehen. Es war zu grausam. Aua. Ich hole mir mal die Kiste da unten. Oh, den kann ich gebrauchen. Gut, dass ich umgedreht bin. Okay, hier weiß ich ja den Drill. Ich glaube, die Sensorenbomben, die bringen mir nicht sonderlich viel. Na, guck mal, ich kann mich hier oben festbeißen. Friss. Habe ich ihn schon besiegt? Guck mal, ich habe eine Fischdame gerettet. Ciao! Warte, war das gerade das Seevog? Hey, was meinst du? Ich sehe nichts außer der pinkfarbenen Lieferbox. Bringen Sie schnell zurück, sie wartet auf Ihre Rettung. Was ihm zu sagen wird, ich muss nach oben und das Dr. Bacon sagen. Kann ich die Bob mitnehmen? Die Box klemmt unter einem Kalmatentakel fest. Ich muss ihn sowieso durchschneiden. Ob er wohl genießbar ist, ich sollte versuchen, die Bandschuhe zu bringen. Ja, das ist er. Komm zurück aufs Boot. Ich bin so erleichtert. Leer ist schon. Ich glaube, ich ging gerade automatisch nach oben. Ich hatte nicht meine Auswahl. Ja, leer ist schon. Leer ist schon. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Wenn man bedenkt, dass die unbeschädigten bleiben. Oh, ist es überall Salzwasser. Ich werde dich sauber machen. Hier kommt Leas. Ups, ich habe aus Versehen Leas schon Text gesagt. Obwohl ich der Meister bin. Jedenfalls ist ein Versprechen. Bitte sehr, die Tiefseestirnlampe. Es ist ein neueres Modell, das sich bei Bedarf automatisch einschalte. Ich muss gehen und Leas Schaden dabei helfen, sich zu erholen. Auf nimmer Wiedersehen. Ja, Geld. Oh, das ist wohl erstmal erledigt. Da fällt mir ein, ich habe das hier mitgebracht. Was soll ich noch mit diesem riesen Kalmar-Tentakel machen? Er riecht so fürchterlich. Ich bin mir nicht sicher, ob man den zum Kochen verwenden kann. Ich muss Bancho anrufen. Wir werden sehen, ob das essbar ist. Jedenfalls habe ich den gratis mitnehmen dürfen. Kann ich irgendwas aufwerten? Eidiver, ich könnte meinen Anzug aufwerten, dass ich noch mal tiefer tauchen kann. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich gönne mir diese 80 Meter mal. Dann haben wir sie, falls wir sie brauchen. So, bei Eco-Watcher können wir jetzt die Muscheln abgeben. Und der wird direkt noch mal diese eben Muscheln. Achso, ich soll ihn erst anrufen. Was gibt's, Dave?
Ich habe Duff geholfen und ich habe einen Riesenkalmar besiegt. Das ist unglaublich! Oh Gott, den konnte ich nicht schlecken, aber so habe ich einen Teil seines Tentakels abgetrennt. Weißt du, ob das genießbar ist? Hm, natürlich! Das Ammoniumchlorid, mit dessen Hilfe er schwimmt, verursacht allerdings einen furchtbaren Gestank. Und weil er sehr zäh ist, ist es nicht leicht, ihn mit herkömmlichen Methoden zu kochen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir ihn unseren Gästen anbieten können. Warum machen wir den Laden nicht für heute zu und schmeißen eine Party mit dem Kalmar? Ich war seit der Öffnung so beschäftigt, dass ich dich trotz der harten Arbeit noch gar nicht mit einem richtigen Essen verwöhnt habe. Wow, das klingt fantastisch. Lass mich ein bisschen aufräumen. Komm zur Sushi-Bar, wenn du fertig bist. Dr. Bacon wird auch da sein, damit ich ihm von dem Fischmensch berichten kann, den ich gesehen habe. Party klingt für mich nach Sequenz. Lecker Kalmar. Und eben mein Feind, jetzt ist er mein Essen. Dave, du bist etwas spät dran. Alle haben auf dich gewartet. Wow, du bist ja fertig mit dem Kochen? Wann sind denn alle gekommen? Eine Party mit vielen, mit Gästen. Hat sich viel getan, sehr gut. Und ist das wirklich? Gäste sollten in Restaurants an erster Stelle stehen. Essen, Getränke, Service und die Gäste sind das Fundament eines Restaurants. Früher gab es nur einen strengen Küchenchef und der hat gekocht. Ich war auch von Anfang an hier. Ja schon, aber du warst nicht besonders auffällig. Erinnerst du dich daran, was ich damals zu deinen Bewertungen auf Cookstar gesagt habe? Du sagtest, ich sei nicht wirklich erwähnt worden. Aber jetzt wirst du erwähnt, wenn auch nur selten. Sie sagen? Sie sagen Dinge wie, er schenkte mir heißen grünen Tee ein. Er hat schwer an der Vorbereitung des Wasabis gearbeitet. Er war freundlich, er sah beschäftigt aus. Ach, wirklich? Die Gäste erkennen deine harte Arbeit an. Nun, es gibt mir ein gutes Gefühl. Gäste sind ehrlicher und intuitiver, als du denkst. Sie haben ein Gespür dafür, ob du aufrichtig, freundlich, fleißig oder geschickt bist. Und sie reagieren entsprechend. Deshalb ist das so ein unglaublicher Moment, dass der eigensinnige Bancho mit den Leuten zusammenarbeitet und Partys veranstaltet. Ich denke, das ist dir zu verdanken, Dave. So frage ich mich, wie er in der Vergangenheit war. Ich kann keine Einzelheiten über die Vergangenheit eines anderen Menschen preisgeben. Aber vielleicht kann ich es dir eines Tages sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Glückwunsch, Dave! Bancho Sushi bricht sich jetzt herum. Ich hatte richtig gute Laune zu haben. Jede diese in Kalmar-Tentakel an. Als Kind träumt man davon, so etwas zu essen. Ich wette, es werden noch mehr Leute hierher stürmen, wenn die Speisekarte solche Sachen anbietet. Aber essen wir das nicht gerade, weil es schwer ist, das den Gästen anzubieten? Du hast recht, zu schade. Alle werden etwas probieren wollen, was so aussieht, egal wie es schmeckt. Egal wie es schmeckt, sagst du? Manche könnte das auf keinen Fall ertragen. Machen wir etwas anderes. Gut, wegen der Tiefen. Ich habe das Gefühl, dass da unten Dinge sein müssen. Dinge, wegen deren es die Leute aus den Sitzen haut. Wenn Dr. Basons Forschung erfolgreich ist, wird dieser Ort berühmt und gut besucht sein. Du hast recht. Wenn das passiert, werden wir Tonnen an Geld machen. Bleiben wir schon bald, Dave. Lass uns zusammen reich werden. So, Dr. Bacon? Dr. Bacon? Oh, Dave, was ist los? Ich habe unten das Seevolk gesehen. Was? Du hast wirklich das Seevolk gesehen und keine Dugongs? Was sind Dugongs? Wie haben sie ausgesehen? Waren sie bekleidet? Waren sie menschenähnlich? Sie haben einen Torso wie wir. Aber mein Anblick hat sie in die Tiefen verschreckt. Ich konnte sie nicht richtig sehen. Wie schade. Das hätte eine unglaubliche Entdeckung sein können. Das bedeutet, dass wir ihnen in die Tiefe begegnen können. Dort ist das Signal am stärksten. Vielleicht ist dort sogar ein Dorf. Ein Dorf? Ja, sie haben Artefakte, Wandbilder, eine Sprache. Sie sind Wesen einer einzigartigen Zivilisation. Es wäre nicht im geringsten verwunderlich, wenn sie eine Art Dorf zusammenleben würden. Das wäre eine tatsächlich eine Entdeckung. Uns könnte sich eine Urte Unterwasserzivilisation offenbaren. Dave, du bist meine größte Hoffnung. Mach weiter so. So, jetzt fehlt nur noch Bancho, aber vorher trinke ich mir ein. Ein Tentakel eines Riesenkammers, das ist wirklich eine schwer zu handhabende Zutat. Die Unterdrückung des Geschanks sollte mir ermöglichen, an dessen Essenz zu gelangen. Du forschst doch immer die Zutaten.
Gute Arbeit heute. Was wertvolle Zutaten mitgebracht. Es ist eine schwierige Zubereitung. Aber es gehört zum Spaß am Kochen dazu. Und, wie schmeckt es? Das Essen war schon immer gut, aber heute ist es spektakulär. Habe ich viele unterschiedliche Gerichte vorbereitet, obwohl wir sie unseren Gästen hier anbieten können. Den Weg des Küchenchefs scheint es kein Ende zu geben. Es ist gut, einen Weg zu haben, dem man folgen kann. Und so ist es auch mit der Erforschung von Zutaten. Dave, bitte bleib dran und eines Tages werden wir erfolgreich sein. Ich bin nicht sicher, was du meinst, aber sicher, ich bin auf jeden Fall mehr verschwitzt. Und jetzt darf ich mir einen saufen. Das war richtig gut. Banjos Essen ist so lecker, ich kann die wachsende Beliebtheit des Restaurants verstehen. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich den Fisch gefangen habe. Wie dem auch sei, es ist eine Menge los. Ein Riesenkammer, Seevolk. Die Geheimnisse des Ozeans kennen kein Ende. Selbst wenn es gefährlich ist. Schütze, ich werde morgen sogar noch tiefer abtauchen. Ich frage mich, was ich wohl finden werde. Ach, was soll's, so mache ich mir morgen Gedanken. Es ist an der Zeit, mit allen anzustoßen und sich auszuruhen. Ich erwarte immer noch eine Sequenz. Ich glaube, der mag mich nicht. Aber da war meine erwartete Sequenz. Guten Morgen. Ich muss gestern zu viel getrunken haben, mir ist übel. Du scheinst ein bisschen aufgeregt zu sein. Solche Treffen finden nicht jeden Tag statt. Solche Gelegenheiten rufen für mich nach Heiterkeit. Du kannst es doch nicht hier übergeben, Dr. Bacon. Ich bin nicht mehr der Schluckspitz, den ich mal war, jedenfalls. In die tiefste Stirnlampe, die du von Duff erhalten hast, und wagere dich in die Tiefen. Sie scheidet sich wahrscheinlich automatisch ein, wenn du die richtige Tiefe erreicht hast. Vergiss nicht, du musst deinen Taucheranzug veredeln, wenn du dich in die Tiefen wagen willst. Ich muss also erstmal meine Ausrüstung verlieren. Übrigens hast du zufällig Taucher. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Da ist jedenfalls irgendwie so ein grün-brauner Fleck. Und hiernach soll ich das Wasser betreten. Kapitel 2, in die Tiefe hinab. Oh. Guck's da. Irgendwann lernt er, wie man Fotos macht. Irgendwann. Ja, ich würde sagen, der hat auf jeden Fall was zu viel getrunken, der Typ. Ach, es ist trotzdem schön, das immer wieder zu lesen. Irgendeinen neuen Song heißt es. Achso, Bossfight-Musik habe ich gerade eben ja gehabt, stimmt. Ob wir jemals eine Seite voll kriegen werden? Wir haben am gestrigen Abend kein Geld gemacht. Du bist gekauft. Nehme ich noch den Unterwasserscooter mit. Warum kriege ich direkt Munition? Ach, hallo. Moment! Du warst es also, derjenige, der dem Meer geschadet hat. Du hast dich sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Warte, das war nicht ich, das war... Da haben wir keine Zeit für deine Lärmausreden. Jetzt, da du von John Watson von Meersblau, dem Wächter des Meeres, erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter. Ich glaube, der mag mich nicht. Alter, du hast gerade mehr den Fischen geschadet als ich jemals. Oh, mein Poseidon, das ist alles deine Schuld. Du hast der kostbaren See angetan.
Du bist derjenige, der mit Bob um sich wirft. Und alles, was ich tue, ist ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht ein Auge auf die Fischereifahrzeuge, die für den Fischfang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind, statt auf einzelne Taucher wie mich? Genug gelabert, ich sorge dafür, dass du deinen Maul hältst. Und los geht's. Ich glaube nicht, dass ich getroffen werden will. John Watson. Aua. Au. Warte mal, ich poke mal, dass da irgendeine Schusswaffe drin ist. Ich glaube, der ist sauer. Spaß. Alter, ich brauche Luft. Tut mir leid, ich muss gleich weiter mit dir spielen. Kannst du das hier mal aufsprengen? Ja, ich hatte keine Luft mehr. Was sollte ich machen? Ah, jetzt derselbe Schmarrn nochmal. Okay, diesmal gönne ich mir direkt die Knarre. Bist ein bisschen zu extrem, Junge. Ja, bei so großen Fischereibetrieben könnte ich es verstehen, aber noch nicht bei einzelnen Tauchern. Okay, kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson. Ich war bei den Navy Seals. Ah, jetzt ist er offen. Das sollte als Warnung genug sein. Also halte ich mich erst einmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Aber ich werde dich nicht ungestraft davonkommen lassen, wenn du weiterhin dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Okay, aber beruhig dich. Ich hol mir jetzt erstmal meine Kanone wieder. Ein Blick hat sich in John Watsons Fluchtrichtung aufgetan. Gehen wir mal da lang, um zum Signal zu gelangen. Ja, aber erstmal hole ich mir meine Netzkanone zurück. Alter, der hat doch mit seinen Wumme wesentlich mehr den Fischen wehgetan, als ich es jemals hätte tun können. Der hat sie ja direkt zu Fischfutter verarbeitet. So, dich will ich schon die ganze Zeit einmal haben. Okay, wenn ich daneben schieße, ist mein Netz weg. Ich fange dich und wollte sagen, ich hole mir die Munition von oben. Oh, hier ist ja Munition. Ja, jetzt scheint das wieder ein ganz normales Level zu sein. So, tauchen wir einfach mal ein bisschen weiter nach unten. Ich habe nur einen erwischt. Aber trotzdem ein neuer Fisch. Ich krieg dich. Kannst du dich wehren? Dich kriege ich. Gerade weil du dich so massiv gewehrt hast, wollte ich dich nur umso mehr. Wow. Und dann werde ich nicht mal anständig belohnt dafür. So, wir sind in den blauen Lochtiefen. Zum ersten Mal in Tiefsee eingetaucht. Und hier wird es auch dunkler. Hier sind wahrscheinlich die richtig krassen Fische. Guck mal, wie cool das da aussieht. Gummihuhn.
Kann ich dich überhaupt fangen? Du flüchtest von mir, aber ich kann dich doch gar nicht fangen. Zehn von zehn, dass ich auf einmal so Gummihunde habe. UV-Licht. Die Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück, sodass du an ihm vorbeikommst. In einer Truhe in der Nähe findest du UV-Licht. Wenn du keins finden kannst, versuch es vielleicht mit einem Nahangriff. Ich bin mit einem Gummihund bewaffnet. Ich wollte sie einfach nur bewaffnen. Das dumme Huhn. Ich glaube, du bist auch nicht gut auf mich zu sprechen, oder? Alter, wieso haltet ihr alle so viel aus? Das war ein pazifischer Fächerfisch. Kann ich dich auffangen? Wenn ich gut bin? Oh, das brauche ich wahrscheinlich, um dieses eine Mineral da rechts von mir abzubauen. Okay. Ja, ich treffe ihn. Blau gepunkteter Himmelsgucker. Das Mineral nehme ich auch mal mit, wenn ich kann. Amethysterz. Weiß, was ich dafür wegwerf. Okay. Bei den Cloudfischen könnte ich mich zur Not auch verabschieden. Das Eisennetz will ich behalten. Die Kopfmakrelen eigentlich auch. Die Tigermoräne werfe ich mal weg. Ich kann nicht immer noch drüber sein. Davon werfe ich weg. Und den werfe ich weg. 0,4. Jetzt darf ich es mitnehmen. Okay, da ich wahrscheinlich eh kein weiteres Erz mehr mitnehmen kann. Ah, die Dinger muss ich damit wegmachen. Ich habe mir jetzt erstmal die Luft gegönnt. Das mal mitgenommen, weil es neu ist. Das muss die richtige Stelle sein, aber Röhrenwürmer blockieren den Weg. Dr. Bacon, hier blockieren Röhrenwürmer den Weg. Gibt es eine Lösung? Mal sehen. Ah, richtig, Röhrenwürmer verabscheuen UV-Licht und werden ihm ausweichen. Du hast nicht irgendwo ein UV-Licht bei dir, oder? Oh, du hast schon eines. Richte das Licht auf sie. Wie nutze ich das? Jetzt im Ernst, wie nutze ich das? Ach so. Aua. Schnell durch, die bleiben auch mal nicht lange weg. Ah, das Ding regeneriert aber auch. Okay, das ist gut. Ich gehe mal erst dort gucken. Was?
das Seevolk von vorhin? Ich glaube, der hat Panik. Die sagen etwas, aber ich kann nicht verstehen, was gesagt wird. Ich werde Dr. Bacon anrufen müssen. Sich vorzustellen, dass das Seevolk existiert, das ist einfach unglaublich. Sie sagen etwas zu mir, aber ich kann sie nicht verstehen. Wenn wir die Muster analysieren, könnte uns das vielleicht eine Übersetzung ermöglichen. Kehr dafür ist erst zum Boot zurück. Ich werde mir etwas ausdenken, um die Übersetzung zu ermöglichen. Okay, ich darf mich wieder zurückprügeln. Verstanden. Und da kommt Dr. Baker. Der Meeresverunreiniger. Ich bin davon ausgegangen, dass es die Seevolk-Zivilisation wirklich einmal gab. Aber der Gedanke, dass es Leben des Seevolk gibt, das ist wirklich der Fund des Jahrhunderts. Das verdanken wir dir, Dave. Ja, Geld. Wir müssen alle nach den Kanälen der Welt davon berichten. Warte, ich glaube, das könnte das Tant sein. Aber warum? So bringen wir die Leute in Scharen her. Es wäre egal, wenn es sich um Ruinen handeln würde, aber das ist Leben des Seevolks. Es würde mit Sicherheit auch Wilderer anlocken. Sie werden anfangen, das Seevolk zu jagen, da man damit eine Menge Aufmerksamkeit erhält. Das ist richtig. Wie wäre es, wenn wir zuerst einen Übersetzer bauen, der den Schallwind analysiert und herausfindet, was sie sagen? Ich glaube, dass sie uns etwas zu sagen haben. Zuerst benötigen wir eine Tafel des Seevolks, auf der sich ihre Schrift befindet. Und wir bauen ein Mikrofon und einen Amethysten. Wenn ich liege, sollte sich das Mikrofon unter dem versunkenen Schiff befinden und die Steintafel wahrscheinlich im Aufzeichnungsraum. Ich habe gehört, dass man Amethysten in Tiefen von 100 Metern und darunter mit einer Spitzhacke abbauen kann. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Der Aufzeichnungsraum, das Schiff und... Wenn du dir die Orte nicht merken kannst, schau einfach in deine Aufgabenliste-App nach. Ich aktualisiere die Informationen dort. Haben einen neuen Tiefenrekord aufgestellt. Und guck mal, Gunner Catch the Mall-Typ ist wieder da. Yeah! Du scheinst heute so voll Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung meiner Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Ist die Riesenkeimer-Bosskarte. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben. Und wie es dazu verwollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Und versuche mal alle seltenen Bosskarten zu sammeln. Dann passiert bestimmt was richtig Gutes. Ach, und wenn du dich in neue Regionen wagst, zum Beispiel die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss dich auch in den neuen Regionen Fischkarten zu sammeln. Tschüssi, Nudu. Ich werde mich dran halten. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuen Fischen zu suchen. Hallo. Werti, kann ich einen Moment mit dir reden? Ja, Verzeihung, du bist. Ich sollte mich natürlich zuerst einmal vorstellen. Ich bin Reporter der Zeitschrift Fisch der Woche. Mein Name ist Udo. Oh, die habe ich schon einmal gelesen. Ich gebe euch oft um seltene Fischarten. Oh ja, hast du das? Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass das blaue Loch Heimat diverser Fischarten ist. Stimmt das? Da kann man sagen, es gibt die Fischarten aus aller Welt. Oh, das hätte ich schon geahnt. Also bin ich hier genau richtig. Ich würde gerne selber Fotos für das Magazin machen, aber... Ja, da kann ich nicht tauchen. Apropos, würdest du mir helfen, Fotos aufzunehmen? Fotos? Nur wie ich sehe, hast du eine gute Kamera. Oh, die ist von Dr. Bacon. Aber ich bin kein Profi-Fotograf. Ich weiß nicht, ob die Bilder gut genug sein werden. Keine Sorge. Da du bereits die Fisch der Woche liest, wirst du wissen, welche Fische du fotografieren solltest. Und ich werde dich natürlich auf den Aufwand entschädigen, wenn du ein gutes Foto machst. Okay, wenn du es sagst. Alles klar. Diese schöne Unterwasserwelt zu fotografieren wird bestimmt Spaß machen. Jetzt habe ich einen neuen Inhalt wieder mal. Du kannst an einem Fotopunkt Bilder von Lebewesen machen. Bring deine Findenbilder zu Udo, um Belohnung zu halten. Ist das jetzt auch eine neue App? Nee. Okay, das können wir abgeben.
Entweder Barracudas und nochmal diese Titanenviecher. Der will die irgendwie immer haben. Jetzt habe ich Udo neu zum Anrufen, ne? Da sind offenbar diese sehr seltenen Karten. Um Gottes Willen, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich habe aber vieles offenbar noch nicht entdeckt. Allein schon weit oben. Ach du Scheiße. Will ich die überhaupt treffen? Alles in meinem Innern schreit NEIN! Ach, das war sogar dieses eine Fieber, die ich gerade eben als lustig bezeichnet habe. Fehlt denn noch? Ach da, der. Also ich mache jetzt keinen weiteren Tauchgang mehr heute, weil ich habe die Uhrzeit gesehen. Ich finde es sogar genial, ne, wenn ich mir das Foto da ein bisschen weiter angucke, ne? Die Frau komplett distanziert, Dave und der andere komplett am Feiern, der Doktor komplett besoffen. Und bei dem anderen keine Ahnung, wie man eine Kamera bedient. Er hat sogar das Handy noch mit auf dem Foto. Wenn er auf die Sonnenbrille guckt. Na gut, wie gesagt, wir machen hier jetzt für heute Schluss, weil ein weiterer Tauchgang würde ein bisschen jetzt die Zeit fressen und wir sind eh schon knapp vom Ende. Deswegen heute mal ein bisschen früher Schluss. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es jedem gefallen hat, hier heute zuzuschauen. Wenn ja, für die YouTube-Gemeinschaft ein Abo und ein Like da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und von YouTube würde ich mich an der Stelle als erstes verabschieden. Ey, Moment, ich mache hier noch was an, dass ich euch in die Kamera winken kann. Also ihr von YouTube, ciao und bis dann.